So, hallo. So, ihr werdet wahrscheinlich auch, ich habe auch hier kein Gate drin, also das heißt, ihr werdet hier alles hören. Ich habe jetzt hier nicht eingestellt, dass das, ich wollte doch Nvidia mal ausprobieren hier, das Noise Cancelling. Ist egal, ist ja auch ein bisschen Atmosphäre, die muss man ja mitnehmen. Also Leute, ich sag euch, wie es ist, konsolentechnisch ist das hier mau. Und das liegt echt, also wir haben wirklich mit vielen Leuten hier alles versucht, mit zwei verschiedenen externen Capture Cards. Die Dreamcast liegt hier ready. Alles bereit. Es wird nicht klappen. Ich sag's, wie es ist. So, ich brauche jetzt mal Input, Leute. Ich werde ja jetzt heute hier zum PC-Gamer unter anderem. Was ist der Shit, den ich jetzt auf Steam laden muss? Wo ihr alle sagt, lol. Ich will irgendwelche Simulatoren. Nee, Simulatoren. So Billo-Simulatoren. Was ist denn mit diesem hier Supermarkt? Gibt's das nicht auch? Das hatte mein Bruder mir empfohlen. Supermarkt-Simulator. Das ist natürlich das Schöne ohne Gate. Ihr hört natürlich alles. Ich sitze hier übrigens gegenüber von Zun, neben Janina, diagonal von Wirt und Nils. Neben mir sitzt Bluff, also eigentlich, jetzt gerade nicht. Das ist sehr witzig. Lass dich nicht ablenken. Oh! Boah, da war ich, sehe mich ja hier gar nicht. Moment. Und jeder hat die Platznummer hinten. Aber da bei mir nicht klar war, welchen Platz ich habe, habe ich die 86. Sieht auch ausnahmsweise mal aus, als würde es passen. Weil bei meinem Auberginenkörper ist immer sehr schwer, eine passende Größe zu finden. Dieses Mikro. Ich hatte das Gefühl, sobald ich nur ansatzweise daneben rede, kommt nichts mehr an. Ja, das ziehe ich natürlich gleich an. Einmal hier kurz nackig machen im Stream. So, ich lade mal runter, ne? Ich kaufe jetzt den ganzen Scheiß hier. Mein Warenkorb anzeigen. Geil. Kreisel ist in Reihe W. Nee, Kreisel sitzt da. Ungefähr 1, 2, 3, 4 sind dazwischen. Das ist dieselbe Reihe. Okay, Spiel lädt, Leute. Bleibt locker. Moment mal, jetzt die Gelegenheit, es leiser zu machen. Hier irgendwie neben mir, von den Verrückten. Da wurde ich schon angeschnauzt, weil ich mir hier so ein Spezi geholt habe. Ja, vielleicht kriegen wir doch noch irgendwas gemeinsam. Vielleicht kriegen wir noch was gemeinsam. Ja, ich bin mir sicher. Boah! Wohin muss ich? Rechts, links? Ja, du bist genau richtig. Da müssen wir nachher auf jeden Fall mal ein witziges Foto machen. Da gibt es definitiv ein Foto. Wie ist die Luft? Noch gut. Ganz ehrlich, Dingo. Noch alles ganz lecker. Die Gesichtsröte ist echt neu. Hör mal, das ist ja auch hier. Guck mal hier. Wie wollt ihr das? Wisst ihr, wie hier das Licht ist? Ich habe hier so einen Strahler. Der hat auch, der ist wirklich, der leuchtet orangenes Licht. Und der leuchtet mir in die Fresse. Weil ohne sieht es hier, ich kann mal, so war es, pass auf, ich zeige euch jetzt mal, wie das ursprüngliche Setup ist. Also ist jetzt kein Witz. Ich lüge jetzt nicht. Ich mache das aus, was jetzt hier zusätzlich von mir kam. So war der Plan. So hätte ich streamen sollen. Besser? Ja, okay, besser für euch. Ja, besser für euch. Ja, aber ein bisschen dunkler finde ich eigentlich auch gut. Aber das Ding ist halt, ja, so ein komisches Licht kannst du an- oder ausmachen, mehr nicht. Geil, jetzt geht's wirklich nicht mehr an. Das ist so passend zu allem, was hier passiert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was haltet ihr davon? Krusel 86. Boah. Oh, geil. Das würde ich gerne probieren. Wo gibt's denn das? Junge. Rocket Beans gerade organisiert. Das Knabe Malz. Ey, ich lasse es jetzt so, ehrlich. Also für mich wäre es viel besser, um ehrlich zu sein. Da leuchtet mir nicht der Strahler ins Gesicht. Junge, hier geht nix. Ich sag's euch wirklich, ich hasse alles hier ran. An fremden Setups. Ich hasse wirklich alles. Ich wollte mal ein bisschen leiser machen. Geile Einstellung. Das spricht ja schon für das Ding. So, jetzt können wir hier auch direkt mal die Leaks aktivieren. So, hier haben wir den wunderbaren Desktop. Jetzt könnt ihr euch mal aufregen. Wie kann ein Desktop so ordentlich sein? Jetzt mal ohne Scheiß. Viel zu wenig Buttons, oder? Was ist Sengoku Dynasty? Was ist Super Crazy Rhythm Castle? Was ist das? Das war hier drauf. Sieht nicht gut aus mit Licht, Leute. Ich muss noch ein bisschen im Dunkeln sitzen. Wir werden langfristig eine Lösung finden. Aber jetzt gerade bin ich ein bisschen im Dunkeln. Boah, da kann man sich so drüber streiten. Also für mich ist der Desktop der Speicherort für alles. Für mich ist das der Standard-Download-Pfad im Browser, der Standard-Speicherpfad in jedem Programm. Der Desktop ist alles für mich. Ich lege das dahin. Der Desktop ist auch da, wo alle Ordner liegen. Der Desktop ist es. Willst du eine Lampe haben? Ist so eine Stehlampe, sagt Limburg. Der sitzt ein paar Stühle weiter. Geil!
Ich habe schon gesagt, dafür werde ich dich eine Runde bei Magic auch mal verschonen. Darf ich auch mal gewinnen? Das ist aber nett. Nein, nein, eine Runde nur. Ich greife dich dann nicht an dafür. kann man sie halt einstellen, wie du willst. Ja, geil. Ja. Ich krieg sogar, also nachher ist das Problem auch behoben. Dann kannst du sie wieder haben. Aber ja. Perfekt. Also meine Tisch-Magic-Lampe, weißt du? Ja. Okay, ich würde jetzt gerne mal in den Supermarkt. Also jetzt seid mal ein bisschen ruhig, Leute. Ich eröffne jetzt einen Supermarkt. Ja, ich würde auch gerne was zusammen spielen. Dann lass uns was spielen. Aber ja, was denn? Jetzt mache ich erstmal einen Supermarkt. Oh. Ja, dann kann man den Supermarkt auch Koop spielen. Wir können ja auch zusammen einen Markt aufmachen. Ich will gerne einen Markt zusammen. Wir können auch eine Dönerbude aufmachen, habe ich auch schon gehört. Gibt es irgendeinen Simulator, den man zu zweit spielen kann online? Kebab-Simulator. Da müsste man einen Dönerladen machen. Das weiß ich auch nicht. Was kostet der Bums? Bitte? Ach, nicht 40 Euro. Das ist halt die Frage. Willst du halt einen Dönerladen oder nicht? Ne? Okay, dann machen wir doch keinen Supermarkt, dann machen wir einen Dönerladen auf. Aber, ja, mal gucken. Dann brauchen wir aber irgendwie Voice, Discord oder sowas. Ja, so ist das, ne? So ist das, wenn man halt mal ein paar Läden aufmachen will. Ich muss ja auch gucken, was passiert nach dem Stream. Genau, das war Janina. Die macht jetzt ja auch den Laden auf. Na gut. Aber dein Chat hat das vorgeschlagen. Arcade, hallo. Ne? Ja, es kam, nachdem ich gefragt habe, was ist denn... Boah, ist das laut. Alter, wenn der das Spiel startet, fliegen dir die Ohren weg. Also, boah, erstmal Character Editor. No way. Aber wie? Oh mein Gott, freu dich drauf. Character Editor, oh, okay. Da bin ich aber jetzt eine halbe Stunde, ne? Das war ja, ich cool. Auch. Ich bin da auch immer 100 Jahre. Ja, wirklich? Ja, ja. Character Editor, Bauch. Ja, mach ein bisschen, ne? Arme auch, klar, Herkules. Ich leg das runter. Aber machst du einen hübschen? Was mach ich? Machst du einen hübschen Character? Klar, Model. Ja, okay, dachte ich mir. Na, ich mach schon authentisch. Ich will ja die Immersion haben. Ich will ja glauben, dass das mein Geschäft ist. Das glaubst du dir nur, wenn du so ein bisschen... Wenn ich auch mich da drin sehe, ja. Okay, was mich sehr verstört, man kann keinen Bart machen. Also schon, doch hier, Entschuldigung. Geht wohl, geil. Schnurrbart. Oh mein Gott, Leute. Okay, der Character Editor ist gut. Ja? Yes. Ey, man kann es mit Twitch verbinden, ne? Hast du es gesehen? Ja, ja, habe ich aber nicht gemacht. Nee, warum sollte man das auch tun? Oh, Chat, ihr seht es noch gar nicht, Mama. Okay, die Brille ist scheiße. Ich hätte gerne eine gute, aber eine gute Brille gibt es nicht. Ja? Also, ich fühle mich wohl. Ich bin fertig mit meinem. Also, lass dir Zeit, ne? Ganz entspannt. Ich hab's gleich. Servername. Ja. Gibt's ja auch wahrscheinlich. Locker gibt's einen Raum, der so hat. Locker spielt das hier noch einer von 1000 Leuten. Nie im Leben. 100% spielt noch jemand gerade den Dönerladen hier. Also, der Raum wäre auf. Jetzt schon, ich muss auch einen Charakter-Editor. Ja, mach, lass dir Zeit. Ah, nein, das sieht ja übel sexy aus. Ja. Alter, was ist da? Was ist mit dem Beanie los? Conan! Einfach okay. Alien! Okay, Leute. Aber so eine Kochmütze ist ja schon irgendwie nice. Toll! Okay. Immer Selected doch. Map ist Small Town, ja? Wir wollen ja erstmal, wir müssen uns ja hocharbeiten. Erstmal schön im Dörfchen rein. Reiner. Wir arbeiten uns hoch bis nach Hamburg. Das ist super ungemütlich. Oh, Telefon. Oh, Vater. Oh, er ruft an, ich gehe kurz dran. Oh Gott. Wen juckt es? Ich will bauen. Ja, okay, egal. Ich habe aufgelegt. Ich habe meinem Vater gesagt, hau ab. So, ja, du hast nichts an. Soll das so sein? Wie, ich habe nichts an? Also, du hast sehr wenig an. Man kommt die Kleidung aus. Ja. Aber ja, gut, da kann man nichts sagen. Den habe ich ganz raufgezogen. Okay. Möchtest du das so lassen? Nee, okay. Also, man konnte sich Klamotten anziehen? Man konnte sich Klamotten anziehen. Ja, egal, die muss ich halt am nächsten Tag anziehen. Ja? Ja, egal. Okay. Hallo, ich bin die neue Freundin. Ja. Ist das jetzt eigentlich unser beider Vater? Das heißt, wir sind Geschwister, oder? Im Spiel. Das ist die Story. In Minecraft. Okay. Ich glaube, ja. Nimm die Schlüssel, okay. Ah, vielleicht war das gar nicht unser Restaurant. Ach so, das, ach, hier, das ist unser Restaurant. Ach, das war unser Alter. Haus. Junge, was ist das denn für eine Bruchbude? Ich lieb's. Jetzt schon geil. Ich lieb's. 12-Stand-Tag rein. Mal gucken, wie lange. Also ich weiß selber nicht genau, wie ich und wann ich hier streame. Das ist alles so ein bisschen Freestyle. Weil ich möchte natürlich auch das hier mitnehmen, was hier so vor Ort irgendwie alles passiert. Hallo, okay. Ein Kebab, bitte. Gibt's in der Woche. Ja, gut. Navigieren Sie zur Kategorie Oberfläche. Oberflächen. Ach du Scheiße, das ist ja voll komplex. Okay, was wollen wir denn für einen Boden? Den billigen? Ja, wir nehmen erstmal den 0-Euro-Boden. Ist doch klar. Okay, ich merk schon, du bist komplett drin. Alter Schwede. Sorry, das nächste machst du. Oh. Du machst jetzt Deko. In den Bearbeitungsmodus mit C. Ach, guck mal, hämmern. Oh, okay. Hier, schön am Fenster auf, romantisch.
Ja, guck mal, geh mal einen Schritt, dann mache ich den zweiten auch. Alle kaputten Objekte im Bearbeitungsmodus. Ach, wir müssen die verkaufen. Ach so. Ah, mit F, okay. Was ist denn noch kaputt? Okay, sorry, hast du alles im Griff? Ich habe alles verkauft, mach dir keine Sorgen. Tische aufstellen. Ja, wir nehmen erstmal die Billo, oder? Ja, nimm erstmal die 200 Euro. Bist du in die Ecke wieder? Ja, so ein bisschen romantisch am Fenster, oder? Ja, setz mal deinen Ersten. Ja, so in die Richtung. Alter, oder nicht? Ja. Was soll das sein? Das ist eine Küchentheke hier? Ja. Nee, wollte ich sagen. Oh, okay. Stark. Das ist ja voll die Arbeit. Ich hab noch nicht. Was hast du denn gedacht? Das läuft einfach von allein. Sollen wir Chef mal raus? Kommt der und esst dann bei uns? Ja, ja, genau. Ah, dafür wird man nicht rausgezogen. Ey, das ist ja eine komplette Stadt hier. Wo ist denn der Markt? Hier. Basoglu. Du musst der neue Chefkoch des Viertels sein. Ja, das stimmt. Oh, hello Nimm there. Nimm den Karton. Du machst schon die neuen Kunden klar, oder was? Ja, moin. Ich hab da bald so einen Dönerladen. Einlagern und wieder aufstellen. Wir tun so, als wären wir türkisch, aber eigentlich sind wir deutsch. Aber es ist geheim, kommen Sie trotzdem Schön, vorbei. Dich zu sehen. Wir machen gerade einen Dönerladen auf. Ach, ja, du wurdest jetzt auch infiziert, ja? Genau. Ja, ja, wir machen das. Ist das für die alten Konsolen, ja. Oh, das habe ich noch gar nicht probiert. Das ist wirklich geil. Roland, bester Mann, steht hier. Ja. Das ist einfach Malzbier, oder was? Das ist Malzbier, ja. Magst du das? Ich finde Malzbier schon geil, muss ich sagen. Ja, manchmal mag Aber ich das. Aber das wäre was ich mir nie kaufen würde. Also, stimmt, ich nie, ja. ich hätte nie zu Hause Malzbier. Würstchen, Spieß. Okay. Alles aus dem Karton nehmen. Ey, Denzin, was ist, wenn sich jetzt rausstellt, dass wir zu zweit über das krasse Döner-Kebab-Team sind? Was dann? Dann muss man darauf hören. Dann ist das ein Zeichen, meiner Meinung nach. Und dann sollte man mal nach leeren Läden gucken. Okay. In Hamburg oder in Ruhrpott? Ja, gut. Nee, ja, da muss man, das ist jetzt die Frage, ne? Wir können ja noch. Wir können auch gucken. Einmal Döner mit allem. Ja, das wäre natürlich geil, wenn ihr jetzt als Leute hier reinkommen könntet und euch einen Döner holen könntet. Ey, vielleicht geht das später. Aber es ging nur bis zu 4 maximal mehr Spieler, stand da. Ja. Aber die Brille hast du dir wirklich sehr gut ausgesucht vorher. Also wirklich. Die ist krank. Doch, wir können reinkommen mit Twitch-Integration, schreibt jemand. Nein! Gibt doch Twitch-Integration. Ey, okay, was? Da wirklich an. Okay, dann müssen wir es aber wirklich. Ja, ich hatte erst Angst, mich damit zu verbinden mit so einem Trash-Game. Oder sollen wir erstmal so, dass man auch was kaufen könnte? Ja, okay, lass erstmal. Sonst kommen jetzt die Leute und dann gehen wir schon broke. Ja. Sobald der Laden auf ist, machen wir mal die Integration an, Leute. Dann rein. Aber dann müsst ihr euch auch reingönnen, auch mal ein bisschen Trinkgeld dalassen, ne? Nicht auf Geizerbasis. Das ist Zeit zum Einkaufen. Das ist ja übelst. Das ist ja voll komplex. Jetzt wird's ernst. Ja, Ayran. Okay. Ja, Ayran, bleibt locker, Leute. Ayran wollen die Leute auch. Wir haben ja noch nichts. So, machen Sie Ihre Vorbereitung und öffnen Sie, wenn Sie bereit sind. Ja, was ist das denn? Wo können wir denn jetzt hier... Moment mal, wir waren noch nicht mal einkaufen. Aha, wie in jedem Restaurant gehen Sie... Okay, Metzgerei aufsuchen. Ja, wahrscheinlich, eins nach dem anderen. Ich gehe zum Metzger. Ja, genau. Gegrilltes Fleisch ist ja schon mal beim Metzger. Dann brauchen wir noch Tomaten. Rib-Eye. Als ob. Rib-Eye. Okay. Warenkorb, gehen Sie zur Kasse. Okay. 200 Stark. Hat es gekostet. Okay, ich habe Rib-Eye. Ein Rib-Eye? Hol mal Ei ran, bleibt locker, Leute. Okay, ihr könnt jetzt so lange vorbereiten, wie ihr wollt. Dreht nur nicht das Öffnen-Schild um, bis ihr bereit seid. Dann geht's los. Das geht im Tutorial nicht. Ich kann nicht zahlen. Du sollst auch Petersilie kaufen. Ich glaube, du musst im Tutorial noch das machen, was da steht. 51 Euro Tomaten und Petersilie. Petersilie. Ja, mit deinem Booty, was ist da passiert? Hörst du mal auf, wir haben jetzt hier einen Dönerladen zusammen. Tomaten. Okay, die müssen ja nicht unbedingt in den Kühlschrank. Die müssen in den Kühlschrank. Doch, die müssen gekühlt werden. Da muss man alle einzeln da rausfriemeln. Junge. Ein Ribeye aus der Einkaufsbox nehmen. Ja. Ribeye in Scheiben schneiden. Gar mit dem Messer bestimmt hier. Eieiei. Oh, das ist nicht mal. Das kannst du bestimmt besser. Was muss ich denn da machen? Okay, wie? Warte. Chat, wie? Ach, auf dem Schneidebrett. Ah. Ah, man schneidet natürlich auf dem Schneidebrett. Ja, hier, bitteschön. Oh, yummy. Das Geräusch. Eine Ribeye-Scheibe nehmen. Hm, okay. Schwarzen Pfeffer. Was? Alter, auf das Ribeye-Scheibchen geben. Das kann ich. Ich mache. Okay. Und, und salzen muss es auch noch. Etwas Kohle in den Grill. Ja, hier einfach direkt, oder was? Ja. Mega. Okay, ist drin. Legen Sie Anzündhölzchen in den Grill. Das ist ja... Detailliert, ne? Ich fühle mich wirklich wie bei einer Rocket Beans Kochshow und ich bin genauso planlos. Anzünden. Soll ich mal machen? Ja, mach mal an. Mach mal Feuer unter der Haube. Warten, bis die Unterseite des Ribeye-Scheibe gar ist. Komm, ich leg mal drauf den Bums hier.
Oh, fast daneben, ne? Ja, ich weiß. Zack. Und, was sagt die Unterscheibe des Ribeyes? Ich habe hier einen schönen Ausschnitt, dafür muss ich mal ein Foto machen. Siehst du nur meine Bubis? Ja. Wie kann ich denn hier runter? Das sah gerade witzig aus. Ja, hier. Gutes Bild. Alles, was ein Mann braucht. Ribeye und die Bubis. Okay, ist es schon gar? Warte mal. Guck mal. Ach, guck mal, wenn du drüber hoverst, dann siehst du so einen Balken. Ja. Aber was heißt denn gar? Ja, gar. Wenn er voll ist, oder? Ach, guck mal, da kommt jetzt so ein zweiter Balken. Ja. Flip it, drehen, sagt jemand. Ja, ja. Ach so. Drehen? Ach, mit R. Es ist eine Schwarze auf der anderen Seite. Das gute Ribeye. Nein, das geht noch, ehrlich. Das geht noch. Das kann man ja abmachen. Meinst du? Ja, man kann es abkratzen vom Fleisch. Das puppeln wir so ein bisschen, ja, ja, ja. Aber das sollten wir jetzt hinten nicht auch machen. Genau, es kommt ja darauf an, mit welcher Seite wir es hinlegen. Auf dem Teller. Ja, guck mal, das ist gut. Oh, das nehme ich jetzt hier runter. Mega, meinst du auch nicht? Warte mal. Diese schwarze Seite wird einfach immer schlimmer. Ah, doch. Ach, mein Auge tränt. Glaube ich, von den ganzen Gewürzen. Ja, was machen wir jetzt so? Ist doch jetzt ganz gut, oder? Ich glaube, wir haben es versemmelt. Nein, haben wir nicht. Oh, das ist der falsche. Ribeye-Scheibe und die Beilagen auf dem Teller anrichten. Ribeye-Scheibe und die Beilage. Sind das die Beilagen? Petersilie und Tomate? Naja, das ist das Einzige, was wir gekauft haben. Ich glaube ja. Schau mal rein da. Müssen wir die nicht grillen? Nein, ne? Nee, stimmt. So zwei. Ja, tatsächlich. Das ist das. Okay, dann muss ich mal noch die Petersilie auch schneiden bestimmt. Ich bin gespannt, was der Chat gleich wirklich machen kann. Ach, oh mein Gott, das sind 6 Stück. Oh. Ah, okay, es ist drauf. Servieren Sie das Gericht auf dem Serviertisch. Ist das hier der Serviertisch? Okay. Das ist nicht schlecht. 0,8 Sterne. Ah, da kommt einer. Ne, ist der Fadi. Ach so, der arbeitet bei uns. Ach, der gönnt sich das jetzt. Und was sagt er? Daumen hoch, sagt er. Er sagt geile Scheiße. Oh, wischt sich den Mund mit den Fingern ab einfach. Die Tomaten hätten auch gegrillt werden sollen. Oh, nice. Das Spiel hat uns nicht gesagt, dass es gegrillt werden muss. Okay, er zeigt auf. Was heißt das? Interagieren. Ey, ich muss mal kurz... Ah, Geld. Hier liegt Geld. Ich krieg das hin, während ich kurz weg bin, dass es nicht brennt. Ja, ja, ich pass auf. Geh auf ja? Klo. Ja, sicher. Bitte? Brauchst du ein Taschentuch? Nee, brauch ein neues Auge, wenn du eins hast, unterwegs. Oh, muss mal kurz hier, so. Kann dir eins leihen, ein Auge? Weiß ich nicht. Ist ja schon gut, wenn man zwei hat. Geschirr spülen. Okay. Drehen Sie das Schilder um. Oh, jetzt, okay. Der nächste Schritt ist Restaurant eröffnen. Was knistert denn hier so, der Grill? Naja, wäre halt die Frage, ob man noch mal ein bisschen Fleisch holt vorher. Ich glaube, ich kaufe noch mal Fleisch. Hallo. So, was sagst du zu unserem Dönerladen? Ja, warum spielt Zink auf Simulator? Warum nicht? Ah, du spielst mit Janina. Ja. Und Janina ist in der Pause oder die was? Die ist gerade zur Toilette. Das ist ja unfassbar. Aber sie hat sich in ihrem besten Outfit hier hingechillt. Schöne hübsch. Hallo, Chad. Ja, wieso bist du nicht dabei, ist die Frage. Ich hab gerade ein Mittagsschläfchen gemacht. Okay, ehrlich? Ja, ich musste noch mal pennen, weil ich habe fast nicht gepennt die Nacht. Ja. Mein Schlafrhythmus ist halt so, ich stehe immer um 5 Uhr sonst morgens auf und mache halt eine Stunde Sport. Und jetzt konnte ich halt erst um 8 Uhr aufstehen. Okay. Und deswegen war mein Rhythmus komplett gefangen. Und deswegen war ich noch mal kurz schlafen. Krass, okay. Ja, crazy. Und gleich jetzt Musik? Morgen. Ja, da sind wir auf jeden Fall mal am Start. Vielleicht singe ich auch was, vielleicht. Ja. Boah, ich muss mir mein Auge, ich hab hier meine Brille auf. Ich nehme mal die. Ich habe gedacht, die müsste man mitnehmen, wenn man mal einfach inkognito unterwegs sein will. Ja, nee, Fall, ich weiß. Das war ja sogar so unangenehm. Da war ja sogar am nächsten Tag die Person, der ich die Brille geklaut habe, war ja sogar im Chat. Das war ja so unangenehm. Aber es ist auch immer, das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man... das ist so, als würdest du dich mit jemandem verabreden oder sowas oder hast irgendwie abgesagt und dann kommt die Person im Chat, weil man hat ja überhaupt keine Möglichkeit auszuweichen. Das ist eigentlich immer so nicht der beste Move meiner Meinung nach, in den Chat zu kommen. Das ist so, ja, das ist so, als würde ich zu dir auf die Arbeit kommen und dann einfach mit dir reden. Ja, das ist, also eigentlich sollte die natürlich zurückgehen, aber ja gut, irgendwann ist auch so ein Diebstahl, glaube ich, verjährt, ändert sich der Besitzer. Ja, Janina ist noch am Klo, ich würde hier mal Hand ins Feuer oder so, Mutproben machen. Hühnerbein, wir haben jetzt nur das, ne? Natürlich doof, aber wir können auch nichts anderes machen, das ist alles noch gesperrt im Tutorial, glaube ich. Ich will ja Köfte spießen, Köfte. Alter, die Mucke, ich werde komplett wütend.
Wie geht denn das eigentlich? Ich weiß nicht, wie das geht. Nelfall, was könnt ihr gleich machen? Oh, der Grill ist aus. Oh oh, das heißt, wir brauchen gleich auf jeden Fall wieder neue Sachen. Auf Steam steht Twitch-Integration. Now your customers are the viewers. Viewers will be using commands to select the dish they would like to get by using menu number. Ja, ist doch noch nicht auf, Leute. Ich warte noch. Hallo, sorry. Hallo, macht nichts. Du bist auf der anderen Seite dieser Halle. Bitte? Und dann das ja, da, ne? Komplett anderen Seite. Und ja. Dann kam hier ein Schwall 50 Rentner mir entgegen, durch die ich mich durchboxen musste. So. So, der nächste Schritt, deswegen habe ich jetzt nicht weitergemacht im Tutorial, ist, ja. Dreh das Schild um und öffne. Das ist der nächste Schritt? Ja. Aber wir haben doch nur ein... Ja, aber man kann auch keine anderen Gerichte hier kaufen oder machen. Da steht immer noch, geht im Tutorial nicht. Ich glaube, wir müssen. Okay, aber haben wir denn genug Ribeye und so gekauft? Ging nicht mehr, ging alles nicht mehr. Ich war schon beim Metzger, aber der sagt, geht im Tutorial nicht. Okay, jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt schreibt der Chat schon Ausrufezeichen Menü 1. Okay, Menü 1. Und jetzt, was passiert jetzt? Da kommen die Leute. Sie Palmann. Ja, das geht. Aus meinem Chat kommen jetzt Leute rein. Ich kann mich nicht bewegen. Havoc, hallo. Ey, Leute. Macht locker. Wir haben doch wieder... Wieso kannst du dich bewegen? Klick mal rein wieder. Oh mein Gott. Oh, Gott. Leute, die haben alle Hunger. Leute, nicht so viel. Ich kann nicht. Scheiße. Ich glaube, wir sind broke. Ja? Ehrlich? Ja, ich kann nichts machen. Aber ich kann nicht speichern, das ist das Problem. Nee, bleib mal du drin. Glaubst du, ich komme nicht mehr rein, oder was? Der Laden ist voll. Mich. Ach, der Scheiße. Kannst du mich boxen oder hier, so? Die ärgern sich schon, dass keine Stühle da sind. Ja, Leute, macht ihr uns natürlich auch kaputt, den Laden. Sollen wir das machen? Räumen sie auf und schließen das Restaurant. Schließ das Restaurant. Warte, ich nehme das Messer. Ich nehme das Messer und sag den Leuten das. Schließ das Restaurant. Ihr müsst leider raus. Ich mach wieder zu. Komm. Wir haben ja alle keine Hosen an, Alter. Zieht euch Hosen an. Ich hab nochmal zugemacht. Zieht euch völlig Hosen an. Halle ist geschlossen, die kommt trotzdem rein. Heremus, tschüss. Ja, super. Also so wird halt nichts mit unserem Restaurant. Ey, wir haben jetzt schon verkackt. Können die bitte euch Hosen anziehen wenigstens das nächste Mal? Was ist denn, wenn ich einfach auf Tag beenden mache? Mach mal. Und dann machen wir erstmal nicht auf. Den Tag beenden, weil das ist auch das... Oh, ich glaube, jetzt geht's wieder. Ich bin wieder drin, glaube ich. Oh, das war super smart. Überspringen. Wir haben aber Minus gemacht heute. 1120. Aber nur 1100. Nee, das ist gut, aber die wurde gespeichert. So, das ist jetzt auch schon mal gut. Ja, ja, sehr stark. Ich kann mich wieder bewegen. Ach, wir sind jetzt wieder in der Bruchbude. Okay, er ist wieder in unserem Laden. Das ist unser Haus. So, dann kann ich jetzt auch das Fleisch hier bezahlen, genau. Weil ich konnte das vorher nur in die Kasse tun, aber es ging nicht. Ja, okay. Okay, hier ist ein Koch, der sucht bestimmt einen, der sucht wahrscheinlich einen Job. Am Chef wahrscheinlich. Eieiei, hier ist verschimmeltes Fleisch auf der Theke. Das hast du nicht weggeräumt, oder was? Was ist das? Man kann den jetzt irgendwie anstellen, glaube ich, aber das wollen wir ja noch nicht. Okay, pass auf. Mit Chat ist es natürlich impossible, ne? Also ja. Wie sollen wir das machen? Hier, ich bringe dir erstmal die dreckigen Teller von den drei Minuten. Ja, ich spüre die schon mal. Kann man das spüren? Ja, hier hinten tue ich die wieder hier rein. 6 Teller. Ach, geil. Okay, was mit dem Fleisch? Spül das auch einfach. Ja? Spül das. Ja, ja. Das wäre auch mein Style. Wie heißt der Laden eigentlich? Den gibt es keinen Laden. Es gibt keinen Namen. Wie wollen wir es denn nennen? Dance Nina? Oh. Dance, das ist auch wirklich sehr... Ja. Janensen? Ja. Janensen in? Ja, das sehe ich doch. Jansen? Janensen? Jansen. Bei Jansens. Bei den Jansens? Drecksladen, ja. Boah, die schmeiß ich mal weg, ja, oder? Mal hier. Kann man die wegschmeißen? Ja, kann man. Spül auch mal die Teller. Ja, das war natürlich ein Desaster, aber ich durfte mich auch nicht bewegen. Was soll man da machen? Ja, ja, da, so klappt's nicht. J9 mit dem Geschäft. Ja. Okay, die Messer tue ich mal wieder hier in den Messerblock. Guck mal, eigentlich ist jetzt ja ordentlich so. Wir sind ja jetzt hier am Start. Was ist mit dem Spieß eigentlich? Kannst du dich damit müssen wir Dönerfleisch schneiden. Welches Dönerfleisch? Ja, das ist es halt. Pass auf, Speisekarte haben wir wieder. Okay, das andere können wir uns ja noch nicht kaufen. Das heißt, jetzt wird wieder eingekauft für halt dieses einzige Gericht. Für das eine Gericht. Wir haben ja übelst viel. Ja, aber wir haben nur ein Schneidebrett. Wäre doch geil, wenn wir auch noch ein zweites Schneidebrett hätten. Kann man das vielleicht nicht sogar? Ich gehe jetzt mal gucken. Guck mal in Online-Shop, oder? Ach so, war das online? Das war nicht in so einem Laden? Nee, das lag halt von Anfang an da, aber ich gehe davon aus. Weißt du, wo dieser Messerblock und so war? Weil ich weiß nicht, wo das war. Ja, aber Schneidebrett ist da nicht. Ah, damn, warte mal. Schneide. Nee, nur Messerblock und... Nee. Boah, ich habe
Oh, beim Händewaschen dieses Band eng, zu eng gezogen. Oh nein. Und jetzt ist es richtig unangenehm. Bald fällt meine Hand ab, by the way. Oh oh. Ich brauche die nicht beim Dönern. Das ist okay. Oh, es ist mega unangenehm. Und man kann das auch nur einmal schneiden, tatsächlich, das Fleisch. Oh. Und dann sind es zwei Stücke, oder? Ja. Ach so, wir brauchen auch neue Anzünder. Ah, lol. Lol, man kann außen die Deko machen. Na, da mache ich jetzt mal so einen Kebab dran. Text. Okay, Chat, habt ihr euch auf den Text geeinigt? Ich brate mal ein bisschen Fleisch, ja? Ja, ja, ich kümmere mich ums Aussehen, as always. Okay, jetzt bin ich im Flow. Ja? Und ich glaube, wenn wir hier einen guten Laden machen, dann kann man das auch in echt. Ich glaube, dass das nicht anders ist. Das glaube ich auch. Nee, deswegen ist das jetzt für mich gerade erstmal so der Test für uns beide, ehrlich gesagt. Ja, weißt du? Ja. Ungewürzt, das würzt man nur danach, oder? Nee, stimmt. Hätte man vorher würzen müssen. Upsi. Okay. Ups. Ich habe jetzt $10 für dieses Schild draußen ausgegeben. Du stehst bei mir aber im Laden. Ja? Ja. Naja, ich mache das mit Jedi-Kräften ein bisschen. Boah, das wird ein bisschen geil. Ich gebe nochmal 100 Euro aus. Ich hoffe, wir haben es auf der Kante. Okay, alles cool. Sieht jetzt geil aus. Okay. So, ist schon gesalzen und gepfeffert. Super. Mehr. Okay. Nehmen jetzt einen Teller raus. Ne, keine Schüssel. Teller. Ist ja. Zum anderen. Machst du dieses Textfeld da unten? Ah, mit G. Ja, ist klar. Ja, bei meinem Topf ist Silber. Die musst du mit F nehmen, wenn du auf der Petersilie bist. Das ist mega komisch. Ah, und dann ein Stück nehmen? Genau, ja, ja. War da nur eins drauf oder waren da... Eins, ja. Eins pro. Branding ist wichtig, das stimmt. Aber ja, jetzt haben wir hier eine Portion und die können wir auf den Servierteller packen, oder? Ja, aber ist das schon gebraten und so? Ja, ja, ist es. Genau, genau. Und dann legst du das da rein, ja. Und dann servieren steht dann da jetzt aber. Warum liegt das hier? Ja. Aber hier ist ja nie kein Kunde. Ja, ja, weil erst wenn es aufgeht und also dann... Also mache ich servieren? Opa, ja. Okay. Und der Opa nimmt sie dann ab, glaube ich, oder? Der hilft uns ja dann. Und der nimmt das dann vom Servierding. Also wir bereiten es quasi vor und dann nehmen die sich das einfach nur noch raus. Das war jetzt semi-frisch dann, aber ist ja auch egal. So, ist das auch fertig? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Ja, sollen wir mal öffnen? Ihr könnt nicht Menü 1 machen, hört auf zu spammen, der Laden ist zu. Nee, warte, lass mal noch das zweite Ribeye auch machen. Es ist 17 Uhr, wieso noch zu, schreibt der Chat. Ja, wir machen um 18 Uhr auf, Chat. Der Laden geht halt broke, wenn ihr jetzt wieder so bestellt. Dann seid mal, macht mal entspannt. Ja, könnt ihr einfach mal euch hinsetzen. Ich will vorbestellen. Wir haben auch keine Getränke, ne? Was für ein Scheißladen eigentlich. Nein, wir sind gerade im Aufbau. Wir müssen uns doch erstmal aufeinander einstellen. Ja, Tische noch holen. Wir könnten Tische holen, das stimmt. Mach ich gerade, habe ich tatsächlich gerade in der Hand. Lol. Ja, ich meine, wir haben ja auch 3000 Gold. Ja. War das schon gewürzt, das Fleisch? Weiß ich nicht. Ich hab nichts damit gemacht. Ja, komm, Alter. Tische rein da. Ja, diesmal werden alle glücklich. Chat, ja? Okay. Das sind erstmal ziemlich viele Tische für mich. Teppich. Na, jetzt brauchen wir gleich aber Tomaten, neue. Autsch. Tomaten grillen, echt? Nee. Ehrlich? Das auch nicht. Okay. Oha. Ist ja voll ab, mega gut. Muss man das vorher würzen, bevor man das in den Grill macht? Weiß ich auch nicht. Ich glaube ja, Fleisch würzt man vorher eigentlich, ne? Ja. Aber jetzt haben wir hier keine Tomaten mehr. Ich gehe Tomaten holen. Mach ich doch, mein Freund. Sollen wir jetzt mal öffnen? Boah, wie viele Tische? Okay. Ja gut, jetzt werden alle glücklich. Also eben, ich will ja, dass alle glücklich werden. Hast du das Gefühl, dass du ready bist zum Öffnen? Ich bin ready, ja. Öffnungszeit 22 Uhr bis 22.30 Uhr. Ich bin ready. Sollen wir ready machen? Ja, mach auf. Okay, ist auf, Leute. Ihr könnt rein. Warum ist denn der Kühlschrank hier offen?
Warum haben wir keine Tomaten? Hab ich gekauft, hier. Da kommen die ersten. Oh oh. Yo, der Chat! Okay, es kommen sehr viele, glaube ich. Oh mein Gott. Wie können die denn hier rein? Was muss der Chat machen, um hier reinzukommen? Ausrufezeichen Menü 1. Okay, Ausrufezeichen Menü 1, dann seid ihr dabei, Chat. Dann könnt ihr Okay. Okay. Ja, hast du alles im Griff? Nein, wir brauchen mehr Gerichte. Ja, wir haben halt nicht mehr Gerichte. Wir müssen erstmal mit dem einen krass sein. Wir brauchen erstmal hier, die wollen doch noch servieren. Zack, gönnt euch. Ja, lieber einmal erstmal das Gericht perfektionieren, ne? Ja, ja, ja. Hm, guck mal, alle sind happy. Oh, Tomaten, ja, warte mal, ich schneide. Hä, wieso haben die denn alle? Das ist so ein Quatsch. Die essen alle, obwohl wir gar nicht so viel haben. Oh. Alle essen. Kann das sein, dass mehrere von einem Teller essen? Also bei Kurai bitte einmal scharf, ja. Oh, und ich muss hier spüren. Ja, essen ehrlich mehrere, glaube ich. Ja, ja, ja. Kassieren müssen wir auch, kassieren, wenn die den Finger heben. Ja, ich laufe. Hol die Kohle rein. Levi ist auch, okay. Oh, da liegt die Kohle. 100er, da, 200. Alter, die haben Trinkgeld auch. Ja, die sind alle cool. Warum habt ihr 100 Euro Trinkgeld, Chat? Wer hat sowas über... Oh, oh, das Fleisch. Das eine ist nicht so gut geworden. Oh, ich spüle noch Teller. Ja, sehr stark. Was wollen die? Oh, die haben noch Hunger. Es brennt gleich. Nein, es brennt nicht. Das sieht nicht so gut aus, das eine Fleisch, ne? Nee, das eine ist nicht so geil geworden, muss ich zugeben. Das habe ich vielleicht vergessen. Aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie rum man es serviert. Erstmal ein bisschen Salz noch drauf. Hier sind Leute unglücklich. Ich weiß nicht, was wir machen können. Das kann eigentlich nicht sein. Das muss ein Anzeigefehler sein. Das Fleisch ist perfekt. Ich glaube, wir brauchen Teller, das ist das Problem. Teller? Oh. Ja. Oh, fuck my life, okay, alles klar. Oh mein Gott, warum seid ihr denn so viel? Wir haben doch erst seit einem Tag offen. Einer hat sich aufgegessen. Mm. Wichser. Irgendwie, was passiert mit. Alter, ich muss das alles spülen. Hm. Ja, ich bediene die in der Zeit und bring das. Stimmt, die holen sich sofort was, sobald der Teller sauber ist. Ja, ne? Ja. Ja, der Hammer. Alter, oh mein Gott. Also ich würde sagen, bis jetzt schon sehr gut investierte 12 Euro, oder? Nee, wir sind da. Wirklich, also das sind die besten 12 Euro, die ich in meinem Leben investiert habe. Würde ich jetzt noch nicht sagen, aber ja, okay, es geht schon in die Richtung. Ja, okay, vielleicht ein bisschen, ja. Abkassieren, jawohl. Da war ein Haar im Döner. Das macht nichts, da haben sie Pech. Nee, das ist Absicht gewesen. Das war so bestellt. Ich sehe mich hier eher in dem Spülbereich. Ja? Ja. Ich gehe mich in anstressen lassen, weil ich nicht rechtzeitig abräume und diese Schüssel nervt. Ich mach mal andere Musik an. Für geilere Stimmung. Ja, mach mal ein bisschen Rock. Hier, bitteschön, Leute. Kann man mehrere hier reinstellen und gleichzeitig spülen? Nee. Doch, kann man! Gleichzeitig spülen? Ja! Oh ja, Tatsache. Nee. Okay, erstmal nee sagen. Alter, guck mal, die wollen ja alle essen. Oh, jetzt sehe ich das gerade. Ja, Leute, setzt euch hin. Hier, da, zack, serviere ich euch. Das ist schon okay. Nee, ist ein super Spiel bis jetzt. Nee, bis jetzt ist echt geil. Ich gehe neues Fleisch kaufen. Ja, das mache ich mal. Müssen der Fleischtyp. Oder müssen wir nach Hause? Also jetzt lässt du mich hier mit dieser Situation alleine. Ja, nein, aber wir können halt nichts Neues servieren, wenn wir kein Fleisch haben. Ich würde halt Tomaten den Leuten geben oder Petersilie. Nein, ich hole Ribeye. Ich komme. Aber wir konnten noch nichts anderes holen. Der Serviertisch muss befüllt werden. Das reicht für 4 Gäste. Ah, also nicht auf den Tisch stellen, sondern wir stellen das in den Serviertisch und dann essen mehrere Leute davon. Okay. Ah, okay, ja. Ich mach wieder, oh nein, oh Gott, es muss erst geschnitten werden. Dieses Spiel macht mich so fertig. Okay, Chat, Menü 1, holt euch euer Essen bitte. Passt da nur 2 Sachen auf den Grill? Die Teller verschwinden irgendwie, wenn man die da reinstellt. Vielleicht nehmen die das selber wirklich. Ah, die nehmen das. Ah! Ja, so ist es, verstehe. Oh, wie ist Level 4? Lecker, schön kalt, sagt er, ja.
Ah, das Fleisch sieht doch gut schon aus. Gewürzt? Ah, nee. Ah, Oberhaar, das Fleisch sieht übergut aus. Oh mein Gott, ey, ich war gerade, als ich auf der Toilette war, da sehr helles Licht. Da habe ich so richtig dieses Dönerspiel vor meinem Augen wieder gesehen. Da war so ein bisschen Tetris-Effekt gerade. Leider zu durch, sagen die Leute. Ja, okay. Sorry, nein. Leute, es ist halt so. Guck mal, das ist der Hammer. Guck mal. Boah. Ich leg das nächste Fleisch drauf. Wunder, servieren. Ja, yeah. Oh, die wollen wieder was hier. Hallo, ja? Ey, 0,8. Oh, da, zack, 100er. 100er, 100er. 100er. Leg mal direkt in die Spüle rein. Ja, ja. Hier ist noch ein... Hier ist ja Müll. Aber man kann nicht mehr auf den Serviertisch legen. Das ist ein bisschen kacke. Vielleicht können wir einen zweiten Serviertisch kaufen. Ja, das wäre eigentlich ganz gut. Ja. Okay, aber jetzt sind wir drin, oder? Jetzt sind wir drin. Hier ist noch einer, der will zahlen. Gehen Sie bitte. Sie haben schon dreimal hier gegessen. Ich habe Sie doch heute schon dreimal gesehen. Kochen Sie auch zu Hause, oder? Ey, die kommen immer noch, ne? Also wegen mir, wir haben ja noch Essen. Das ist schon cool für mich. Was sagt denn unsere Kohle? Wir haben wieder 2,7, also... Ich guck mal nach einem Serviertisch. Das wäre ja eigentlich ja, fast, das wäre wirklich gut. Sehr. Ich drehe das Fleisch, sehr gut. War das Fleisch schon... Ach, egal. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, wir brauchen wieder Tomaten. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Level ab, aufsteigen noch. Erst ab Level 5 gibt es neue Sachen. Ja? Ja. Aber wir sind 4. Ja, ja, zweiter Serviertisch wäre gut. Oder mehr Kapazität im Serviertisch. Ja, das Fox geht ja noch nicht. Den Resub. Ach, der Ofen ist aus, der Grill. Wir brauchen Anzünder. Ah, okay. Wo gab's die? Tja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich gehe mal kurz zu dem Shop hier. Ich glaube, hier ist was. Ja, Mann, hier gibt's Anzünder. Okay, ich hole. Kohle-Set. Anzünder, Sack. Kann 100er, 100er, zack. Was ist, wenn ich klaue? Sind die dann sauer? Ich denke, die würden es gut finden. Zack. Da ist es. Mach ich direkt rein im Bums. Ja, Leute, ihr könnt rein. Menü könnt ihr machen. Ist alles ready. Gönnt euch. Zack. Er ist sehr happy hier. Nee, gefällt mir auch richtig mit gut. Dem rohen Fleisch auf dem Teller vor allem. Ups. Hast du schon mal vor die Tür geschaut, wie das hier heißt und so? Nee. Guck mal. Nein. Ja, nennen Sie es innen. Es ist ein bisschen cool, oder? Hä? Okay. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Das Schild ist einfach nur zu klein in der Mitte. Ja, aber das finde ich ja das Geile irgendwie daran. Dass es so scheiße aussieht. Oh. Fleisch fertig. Ja, geil. Ah, wir haben hier noch saubere Teller. Oh, ich hol wieder Tomaten. Ich bin übelst der Runner hier. Ich mach nur gleich mal ein paar mehr, das war ja viel zu wenig letztes Mal. Es ist extrem kalt in der Halle hier, finde ich, ey. Ja? Ich finde es nicht kalt. Sehr kühl. Restaurant Level 5. Oh mein Gott, jetzt können wir neue Sachen kaufen, glaube ich. Menü 1. Was haben wir denn davon, den Tag zu beenden? Ich glaube, dann können wir uns kurz wieder neu restoren und so. Falls es hier zu schnell geht, mäßig, weißt du? Kostet da alles ein Huni bis jetzt? Ja, wir haben ja nur ein Gericht. Nee, das ist das Trinkgeld, wenn die da Huni sagen. Ach so. Dann Trinkgeld. Ah, nee, oder? Nee, ich weiß einer nicht. Einer macht hin. Ja, ja. Was ist denn in der Kiste noch? Ach, Tomaten, ich seh's. Tomaten. Ey, ich find, wir machen das ganz gut zusammen hier eigentlich. Finde ich auch. Finde ich auch. Also ehrlich. Jeder sieht die Arbeit. Ja, das ist wirklich ein guter Satz. Ja. Arbeit zack. Sehen, das ist so recht. Tomaten rein. Alter, die machen übelst dreckig hier, by the way, ne? Chat, Alter, könnt ihr mal eure Schuhe vorne abputzen? Ich habe extra einen Teppich gekauft. Speichern? Kannst du speichern? Ach, stimmt, der Tag beenden ist speichern. Ah, ich verstehe, ja. Wie heißt das Game? Das hieß Kebab-Simulator. Chef Kebab oder so, keine Ahnung. Alter, das läuft so fucking gut, ne? Das muss man auch noch denen geben. Und am besten noch mal nach den Rezepten gucken, ja. Hoppala. Stimmt. Vielleicht können wir da jetzt mal was anderes machen. Dann mit Teller drei, wir müssen... Nee, 3 Sterne? Ja, wie geht das? Wer brecht mal ein neues Rezept, auch ganz spannend. Irgendwas Vegetarisches vielleicht mal. Wie schön, ja. Okay. Oh, wir können für unser Zuhause geile Sachen kaufen auch jetzt. Eine Pflanze. Pack das Zeug, das ihr zu viel gemacht habt, in den Kühlschrank. Aha. Oh, minus 200, was war das? Ich habe eine Pflanze gekauft. Ach so, ja, okay.
Aber fand ich für den Vibe wichtig, tut mir leid. Finde ich auch. Stationen, so. Wir haben keinen zweiten Mülleimer kaufen. Brauchen wir nicht. Schneidestation. Ja, ich merke schon, paar im Chat sind süchtig nach dem Spiel schon. Ja, mögen die das? Na, alle, oh, also 100. Kostet die nur, guck ah, mal. Okay. Bam. Okay. Ja, jetzt geht's ab, oder? Ja, jetzt können alle rein. Ja, jetzt nämlich. Wir müssen uns auch langsam mal irgendwie Fritteuse, Einzelherd. Man muss verschiedene Leute anstellen, damit wir bestimmte Dinge kaufen können. Ich weiß noch nicht mehr, was man da machen muss, weil da sind so komische Gesichter über manchen Bei Sachen. Mitarbeitern, ich könnte auch. Ja, ich glaube, ja. Stellenanzeige. Ah. Cleaning, Cleaning, Cleaning. Aber sind alle nur für Cleaning. Nee, das brauchen wir gerade nicht. Gesundheitsinspektor gesucht, verfaulte Lebensmittel in ihrem Restaurant haben, okay. Boah, wir können uns Perks kaufen mit Geld. Erhöht schrittweise die Anzahl ihrer Teller im Tellerschrank. Schmutzigen Teller. Das ist ja voll das diepe Game. Ich dachte, das ist mega Schrott. Nee, das ist ultra geil. Bank. Okay, krank. Kredit. Aber wie kommen wir denn an den Angestellten? Ich möchte mal ein anderes Rezept uns kaufen. Hühnerbeine. Pommes Fritz, die will ich. Toll, oder? Der gerade Ruhrpott, ja, ne? Ja, na klar. Pommesbräune. Zack. Alter, eine Badewanne? Eine Badewanne? Ja, sowas brauchen wir nicht, ne? Weiß ich nicht. Stand der Koch nicht vor der Tür? Doch. Ja. Aber jetzt nicht. Es ist Nacht. Ja, ich glaube, es ist einfach die Uhrzeit. Keiner kann mehr was holen, ne? Kann das sein? Ja, hast du schon zugemacht oder so? Nee, ich könnte jetzt mal schließen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir nur die äußerst wichtigen Sachen uns kaufen. Was hast du denn jetzt gekauft? Wichtige Sachen. Geil, liebe ich. So, Messer kommt wieder hier rein. Ihr müsst den Tester abwarten, hat Chat gesagt. War der schon dabei, inkognito? Oh shit, na offenbar nicht. Oh mein Gott. Ja, sollen wir den Tag beenden? Ja, beende mal. Aber dann können wir nichts anderes machen, bis der Tester hier war, oder was? Ui, was heißt das denn? Neuer Tag, ein Stern. Aber guck mal, die Einnahmen. Die waren krank. Die waren krank, oder nicht? Also, ich würde sagen, ja. Also 2.300. Ja, also, gibt mehr krass. Geld pro Gericht jetzt. Okay.